Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück hier bei Let's Play The Medium. Ja, es gab mittlerweile das erste Update. Das habe ich jetzt auch bereits installiert und das Spiel läuft flüssiger. Unter anderem wurden meine Einstellungen alle komplett zurückgesetzt und auch die FPS-Rate wurde auf 30 gesenkt. Ich hoffe, das war, ja. Also ich hoffe, das lag durch das, also es lag an dem Update jetzt, weil es wurde auch alles andere zurückgesetzt und jetzt ist alles deutlich flüssiger als vorher. Aber allerdings, ich bin auch gerade schon ein bisschen rumgelaufen und da hatte ich jedoch wieder Probleme. Also ich hatte ein paar, ja, das war so ein beim Laden ein ganz, ganz starkes Ruckeln. Wir werden es wahrscheinlich noch sehen. Es fühlt sich auf jeden Fall jetzt schon mal deutlich flüssiger an. Und wir kommen jetzt hier in den Dayroom rein. Ja, ich bin mal gespannt, wie es aussieht, wenn wir wieder die beiden Perspektiven übereinander haben. Ich habe mir auch wieder die beste Zeit zum Aufnehmen ausgesucht. Wir haben es 0:21 Uhr. Passt ja, aber es ist ultra strange irgendwie. Also, ich bin gespannt, was jetzt kommt. Jetzt gerade hat es auch so ein bisschen geruckelt. Merkt man es noch? Nee, jetzt gerade war es schon besser. Es sieht wieder schlimmer aus. I was so worried. Oh, yeah. That thing almost got me. What the hell is it? It came from shame. From helplessness. From rage. Rage? It's like anger, but more. Once it got out, we couldn't stop it. It ate all of them, Marianne. All of my friends. Your friends? I'm the only one left. It's okay, Sadness. I'm here now. No, no. It'll eat you too. Just like the others. I won't let it hurt you, I promise. Why don't you tell me something about this place? It's the day room. We used to play here. With Richard? Is he one of your friends? No. But he was smart. Maybe he could help you. He was smart. Wait, is he? A bad thing happened to him. I remember he became hollow, like a puppet. I remember. Marianne, I don't want to see him. What? Why not? What do you remember? No, don't tell them. Don't tell anyone. You don't have to tell me. But you should still come with me so that I can keep you safe. No! No, Marianne! The sadness! No, never again! Why did you bring me here? It was then I realized there was something she wanted me to see with my own eyes. Ich glaube leider, es ist, also in der Cutscene ist es schlimmer geworden. Hier hat sich jetzt nicht so viel verändert, aber ja, es ist immer noch sehr, sehr strange. Aber in der Cutscene war es deutlich schlimmer tatsächlich. Ich weiß auch nicht, irgendwie, das Spiel ist halt so gut, aber das mit der Framerate passt irgendwie noch nicht so gut. Wenn ich jetzt wüsste, ich wäre irgendwie der Einzige mit Problemen, dann würde ich einfach nur die ganzen Grafikeinstellungen runterstellen. Aber ich habe schon probiert und es Richard? Bringt einfach nichts. Are you there? Ich weiß nicht.
Ich weiß noch, als ich ihn zum ersten Mal getroffen habe, ein einfacher Fabrikarbeiter, noch mehr junger als Mann. Mit seinen großen Augen hatte er ständig über die Schulter geblickt, wie ein verängstigtes Tier. Seine Eltern sind im Warschauer Aufstand ums Leben gekommen. Von dem, was er in den folgenden Jahren durchgemacht hatte, wollte er nicht sprechen. Und ich habe ihn auch nie gedrängt. Aber bald war mir klar, dass er sonst niemanden auf der Welt hatte. Es war sofort eindeutig, dass er trotz seiner jungen Jahre Dinge gesehen hatte, die niemand in seinem Alter sehen sollte. Ich wusste sofort, dass er etwas Besonderes war. Okay, crazy. Ja, ich muss oben jetzt auch wieder gucken. Da muss ich mich auch erstmal wieder dran gewöhnen, tatsächlich. Ist eine Tür. Allerdings, das geht nicht richtig. Ich muss gerade erstmal wieder gucken, wie alles funktioniert. Ich weiß es leider nicht mehr. Ein Bild von Pferden. Gather round, children. I want you to meet Lillian. She's going to be joining our painting class. Why can't I play with my friends, Uncle Richard? Your friends? Oh, Lillian, I promised your father you would spend some time with the other children. Friends, huh? Wer war diese Lillian? Ich habe ein paar Jahre damit verbracht, ihn in die richtige Richtung zu lenken, versucht, ihn dazu zu bringen, sein Potenzial zu erkennen. Er weigerte sich immer wieder und behauptete, dass er kein Maler sei und dass er unsere kleinen Treffen eher als Therapie als künstlerischer Ausdruck betrachtet. Okay, ist nur ein bisschen komisch formuliert. Irgendwann hatte ich ihn dann soweit. Er willigte ein, sich bei der Universität einzuschreiben, aber nur unter der Bedingung, das Fach selbst aussuchen zu können. Und so begann sein Werdegang als Architekt. Zuerst war ich eher skeptisch, weil ich dachte, dass er wahre Größe zugunsten bloßer Kompetenzen aufgibt. Aber tief in meinem Inneren war ich wohl froh, die Person gewesen zu sein, die seine Vision zum Leben erweckt hatte. Und dann hat er sie getroffen. Unsere Malsitzungen wurden immer seltener. Er brauchte meine Hilfe im Umgang mit seinen inneren Dämonen nicht mehr. Okay. Ist das eher so ein Neid-Ding gerade? Ich muss gerade echt mal gucken, wie das ging. Ich muss gerade echt schauen, wie das nochmal ging. Okay, so kann ich mir den Mund zuhalten. So kann ich crouchen. Wie konnte man nochmal in der einen Welt bleiben? Ich weiß es nicht mehr. Oh Gott. Naja, ich werde es wieder rausfinden, denke ich. Ich gucke mich jetzt erstmal in aller Ruhe um. Wenn ich irgendwas zwischendurch knackt, das ist meine Flasche. Ich habe mir dieses Mal kein Glas genommen. Ups. Ja. Falls das allerdings zu sehr knackt, mache ich das gleich einfach noch. Oh Gott, die ganzen Briefe. Thomas, ich war immer erstaunt über die Komplexität seiner Vorstellungskraft, fasziniert von den surrealen Traumlandschaften, die sein Geist webt. Die Art, wie er sie beschrieben hat, in den kleinsten Details. Es war, als hätte er tatsächlich alles miterlebt. Als ob etwas oder jemand einen Schleier beiseite zog und ihm einen Blick über den Rand unserer Realität hinaus erlaubte. Ein Engel, ein Dämon, gibt es da wirklich einen Unterschied? Für mich spielte das keine Rolle. Seine Visionen wurden auf meiner Leinwand lebendig. Manche würden sagen, ich habe den Jungen benutzt, um meine schwindende Kreativität anzuregen. Aber wie hätte ich das nicht können? Diese einzige Perspektive, diese unendliche Quelle der Inspiration ungenutzt lassen, das wäre eine unverzeihliche Sünde. Oh Gott, Sünden. Damit habe ich nichts am Hut. Okay, hier werden wir das jetzt gleich benötigen. Scheiße, wie ging das nochmal? Ich habe keinen Schlüssel und das wird mir nichts bringen. Ich muss es irgendwie rausfinden, wie es da ging. Ich muss den Knopf drücken. Okay, ich glaube, ich sollte da lieber nicht rein. Oh Moment, hier ist ja...
Oh Gott, ich habe jetzt irgendwie, ich habe gar nicht mal so lange nicht gespielt. Das ist so ein bisschen das Problem. Don't you think he would be better off in a nursing home? What about his family? Richard doesn't have any family. Oh, the poor man. It's like he's somewhere else. We were close once, you know. I mean, not that close, but... All right. I'll take care of him. Hollow like a puppet. Isn't that what sadness said? Hm. Okay. Man weiß ja nicht, was der Typ so gesehen hat, ne? Das wissen wir leider nicht. Okay, hier ist ein weiterer Raum, den ich jetzt noch nicht gesehen habe. Schaue ich mich erstmal um. Komme ich hier durch? Nein, okay. Dann schaue ich nochmal hier. Hier ist allerdings auch nichts. Hier liegt irgendwas rum. Wieder ein Brief. Davon hatten wir ja noch nicht genug. Es wurde zu einer Gewohnheit von uns. Wir setzten uns mit dem Skizzenbuch hin und dann schloss er die Augen und begann zu reden. Er beschrieb all die Dinge, die er von seinem geistigen Auge sah. Von Grauen und der Schönheit der Welten jenseits unserer eigenen. Was als unschuldige Fantasieübung begann, wurde zu einer bodenlosen Quelle der Inspiration. Meine Hand konnte nicht ruhen und ich zeichnete wie besessen, während er das Unbeschreibliche beschrieb. Eine Zeit lang fragte ich mich, warum er so drauf versessen war, seine Vision mit mir zu teilen. Sie schien ihm zu belasten, eine Quelle starker Schmerzen, eine Quelle starken Schmerzes oder großer Verzweiflung zu sein. Aber schließlich verstand ich es. Er wollte sie mit jemandem teilen, der sie als Quelle der Schönheit verstand und nicht als Wahnsinn. Crazy. Okay. Wieso ist diese Ansicht verfügbar? Ist hier noch mehr? Ich glaube nicht. Okay. Hier ist nichts. Gut, dann müssen wir jetzt das Ding drehen. Konzentriere dich auf die Geisterwelt. Das bringt mir jetzt irgendwie nichts, ne? Ich kann hier nichts tun. Was habe ich gemacht? Okay, da müssen wir anscheinend irgendwas einsetzen. Ist hier irgendwas? Aber nee, das ist nur das Dingens. Okay. Ich muss irgendwie rausfinden, wie das nochmal ging. War ich da schon? Ja, oder? Ach nee, hier ist noch so ein Notending. Okay. Kann ich das schon kombinieren? Ja. Okay. Eins fehlt noch. Dazu muss ich da rein. Wie ging das nochmal? Ich weiß es leider nicht mehr. So nichts, so auch nicht. Ich muss echt schauen. Oh Gott. Ich muss echt jetzt einfach nur alle... Okay, ich weiß nicht, was ich getan habe. Okay, ich habe es geschafft, glaube ich. Okay, danke. Ich gehe mal kurz zurück, einfach nur damit wir uns nicht selbst verlieren und dann würde ich nochmal reingehen. Und hier das Erinnerungsding zusammensetzen. Okay, hier sollte eigentlich irgendwas sein. Hallo? Ich verstehe gerade nicht, was ich genau tun soll, ehrlich gesagt. Oh Gott, es ist immer so blöd, wenn man irgendwie ein paar Tage nicht aufgenommen hat. Alles ist plötzlich irgendwie strange. Gut, wir setzen erstmal das Ding ein, würde ich sagen. Vielleicht wird das irgendwie wieder eine Energiequelle oder so.
Okay. So, nee. So. Und so. Hallo. So. Müssen wir die übereinander legen? Oh Gott, ich weiß selbst nicht, was gerade der Plan ist, wenn ich ehrlich bin. Ich will das in der Mitte mal drücken, aber da komme ich irgendwie nie dran. Okay. Das scheint richtig zu sein. Ah, das ist ein Gesicht. Ich bin so dumm. Another junction. Maybe it can show me a way out of here. Okay, das war ein Gesicht. Ich bin so dumm. Hier vielleicht? Ist das ein Weg raus? Eventuell. Ist das jetzt? Hallo? Okay, das ist wieder eine Dingens. The spark's too weak to absorb. It's like it's missing something. Okay. Hallo? So. Und so, genau. Ja, irgendwie sowas, das ist jetzt auf jeden Fall flüssiger. Ich weiß jetzt nicht, ob das an der Einstellung liegt oder halt am Update. Das ist irgendwie voll strange. Meine ganzen Einstellungen wurden halt zurückgesetzt. Ich weiß jetzt auch nicht, ob die Anforderungen jetzt dieselben sind. Das macht's halt komisch. Deswegen bin ich mir jetzt auch ein bisschen unsicher, muss ich ganz ehrlich gestehen. Okay, Okay, wir kriegen das hin. Das sind kein Problem. Kein Problem. I love this melody. It reminds me of my childhood. At least the good parts of it. But the bad parts, they're always there, aren't they? You're a very smart girl. You know that, don't you? You're special. Her voice, is that sadness? Tja. Könnte sein, aber das dachte ich mir vorhin halt schon. Das dachte ich mir vorher schon, als wir das vorhin schon gehört haben. Ja, jetzt sind wir irgendwie hier rausgekommen. Jetzt haben wir noch diesen Raum. Und den können wir jetzt auch aufschließen. Da steht ja auch die 7 oben. Und auf dem Schlüssel steht es auch. Deswegen sollte es ja jetzt passen. RC könnte halt wieder, also es wird wahrscheinlich diesem Richard gehören, ne? Come on, Richard. You were always there when I needed you. Let me return the favor. I don't know, Thomas. What about my work? The university? Richard, I know they kicked you out. I'm guessing you finally managed to piss off the right people. Stay with us, old friend. Do it for me. For them. So, he brought him here. Wonder who he meant by them. Alte Freunde also. Ich weiß ja nicht. Ist das der richtige Weg? Ja, das ist der richtige Weg.
that's how you found him? Yes. He was just lying there. He, Mr. Rekovich? I'm sorry. He was a friend. I just, need a moment. That's not true, Thomas. You thought he deserved it. Moment. Einen Moment. Hier. Das hören wir uns nochmal an. Come on, Richard. You were always there when I needed you. Okay. Let me return the... I don't know, Thomas. Richard, I know they kicked you. I'm guessing you finally managed to piss off the right people. Stay with us, old friend. Do it for me. For them. So, he brought him here. Die sind alle irgendwie super verlogen. That should be all the pieces of the score now. Super verlogen. Was anderes fällt mir da nicht ein. Als er sich verlobt hatte, haben wir uns eine Zeit lang auseinandergelebt. Wenn ich so darüber nachdenke, war ich wohl eifersüchtig. Ich hatte ihn nicht mehr ganz für mich alleine. Mit der Zeit gewöhnte ich mich aber an sie. Sie fiel mit ihrer Schönheit und mit ihrem Intellekt auf. Irgendwann akzeptierte ich, dass er das wahre Glück gefunden hatte. Die wahre Liebe, stark und rein. So rein, wie sie nur sein kann, denke ich. Ich wurde jedenfalls nicht länger gebraucht. Als das Projekt begann, das letztendlich unter dem Namen Niva bekannt werden sollte, zog ich alle Fäden, um ihm das zu geben, was er wollte. Obwohl ich wusste, dass es einen noch größeren Keil zwischen uns treiben würde, wollte ich das Beste für ihn. Er war so etwas wie der Sohn, den ich nie hatte. Und der war dann irgendwie, glaube ich, der Architekt von hier, richtig? Ich hoffe, ich habe das jetzt alles richtig kombiniert, weil ich, wie gesagt, ich habe jetzt ein paar Tage nicht aufgenommen. Aber es müsste so sein. Crazy. Okay, wir haben jetzt das Notenblatt. Ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt mit dem Notenblatt einen Song spielen müssen. Ich hoffe nur, ich muss den nicht spielen, weil Klavier was. Und dann können wir halt die Energie absorbieren, um dann letztendlich da durchzukommen. Richtig? Müsste so sein. So. So. Reicht das schon? Okay, das hat schon gereicht, um uns aufzuladen. Hier komme ich aber weiterhin nicht durch. Okay. Ist ja auch kein Problem. Der Song spielt jetzt von alleine. Ich hoffe, ich kriege deswegen keinen Copyright-Claim. Please do not. Und hier sollten wir ja jetzt durchkommen. Oh Gott. Ich hoffe, hier ist nichts. Sieht nicht so aus. Okay. Bin ich gestorben? Dabei hatte ich doch das Schild. Okay, ich bin gestorben, obwohl ich das Schild hatte. Macht mal wieder Sinn. Danke dafür, Spiel. Ich hoffe, die ganzen Dokumente haben sich gespeichert. Falls nicht, haben wir sie zumindest gelesen und das reicht ja auch, weil als ich das Spiel neu gestartet habe, haben sich auch alle Dokumente nicht gespeichert. Ich bin dann noch ein paar abgelaufen, die ich noch im Kopf hatte, aber ich weiß nicht, ob sich das gespeichert hat. Ich sag's euch, wie es ist. Okay, es hat hier gespeichert. Wir haben jetzt die Notenzettel fertig. Okay. Dann sollte sich eigentlich alles gespeichert haben, oder? Und gleich muss ich da einmal ganz, ganz fix durchlaufen. Fühle ich mich irgendwie gerade ein bisschen verarscht. So. Gut. Aber ich würde sagen, wir können hier jetzt die Energie absorbieren, I think. Und ja, über eine Bewertung und einen Kommentar würde ich mich auch wie immer freuen, denn ich beende an der Stelle die Folge. In der nächsten Folge schauen wir dann mal, was uns hinter diesem Mottenschwarm erwartet. Und ja, dann mache ich erstmal für heute Schluss. Beziehungsweise ich nehme jetzt noch weiter auf, obwohl wir es 0:45 Uhr mittlerweile haben.
Ja, aber die Folge ist beendet. Also, ja, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin.